Jetzt passiert wieder nichts. So. Gerade gab es richtig schön Stress und oh nein, ich finde es wieder, wenn nichts passiert ist. Es gab richtig Stress. Oh, mein Finger übrigens, tut mir leid. Ja, ich fahre jetzt Richtung Dresden, Richtung Prager Straße, Innenstadt und. Ich muss ehrlich sagen, es knallt schon ordentlich, weil ich bin gespannt, was in der Stadt passiert, ob es auch so viel knallt. Es gab wirklich Stress jetzt gerade und leider konnte ich das nicht aufnehmen, weil ihr wisst, wie es ist mit dem Telefon, mit dem Aufnehmen. Das dauert immer so lange, immer, dass man draußen hat, immer, dass man hat, okay, alles klar, bis dann gleich, okay. Ich bin jetzt ein Stück weiter gekommen und zwar, ich muss erst mal meinen Beutel absetzen. In 10 Minuten kommt die Bahn Richtung Weixdorf und ich fahre Richtung Dresden Innenstadt und will da mal sehen, ob da noch was los ist, weil keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich denke mal, schaut euch mal um, schaut es euch mal an. Ich schätze mal, viele Leute scheißen sich einfach nur ein und trauen sich nicht rauszugehen. Keine Ahnung, mag zwar nur meine Meinung sein oder aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich habe versprochen, dass ich das aufnehme und das werde ich auch jetzt machen. Und Dresden Innenstadt werde ich auch filmen. Bis zum Countdown. Also bis zum Countdown von 10 nach 0 filme ich das in Dresden. Ich bin zeitiger ausgestiegen, weil ich dachte, okay, kannst ja mal. Ich komme ja von hier aus besser Richtung Hauptbahnhof und da hoffe ich doch mal, dass ich noch Menschen treffe. Ah, es ist schon krass. Ist schon krass, Leute. Scheiße ich doch nicht ein, lasst euch das doch nicht alles so bieten, Mensch, ich verstehe es nicht. Okay, ich muss jetzt erstmal, 9 Minuten sind es noch, ich trinke erstmal noch einen Schluck von meinem Sekt und ja, ihr hört es, es knallt überall und das ist ordentlich so und ich nehme das für euch auf, da draußen im YouTube und ihr seht selbst hier die ganze Bahn und so, da steht keine Sau, da steht niemand da. Ja, okay, ich melde mich dann gleich. Bis dann, wenn ich dann weiß, wer wirklich irgendwo eventuell unterwegs ist. Ja, bis dann. Leider ist es so, dass jetzt eine halbe Stunde vor 12 niemand auf der Prager Straße sich bewegt und die Leute sich wahrscheinlich einscheißen wegen dem Corona-Gedöns. Es kotzt mich ehrlich gesagt an. Es kotzt mich an, dass die Leute sich so manipulieren lassen. Und bitte, 2021, lass das, ey, komm, denkt mal nach. Ich muss erst mal nachdenken. Ich melde mich gleich wieder. Okay, Leute, das ist der Hauptbahnhof von Dresden. Normalerweise wäre hier mehr los, aber ja, es ist ein trauriges und einsames Silvester, weil sich viele Leute einscheißen und denken, dass das Coronavirus, ja, keine Ahnung, ich sag nichts dazu, bin zu betrunken, um irgendwas zu sagen. Sonst wird sie wieder Beef kriegen. Irgendwas. Ich melde mich gleich wieder, wenn es um 12 ist, dann fahre ich wieder hoch zu mir nach Hause und schneide das Video zusammen und präsentiere euch das. Bis dann. Oh. Die traurige Abschlussszene. Immer noch Schluck auf. Ich hätte gedacht, ich treffe mal ein paar Leute, aber ich fahre dann nach Hause. Mein Zug fährt genau 0 Uhr. Das bedeutet, ja, ich feiere das Jahr im Zug.
gibt eigentlich nichts zu feiern. Und hier seht selbst, Dresden Hauptbahnhof, hier ist überhaupt nichts los. Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Der Schluck auf ist nicht umsonst. Jetzt ist noch Zeit, 14 Minuten. Und dann fährt er zu genau 0 Uhr. 0 Uhr. Wahnsinn. Mich kotzt dieses Jahr sowas von an. Dieses 2020. Übrigens, es war keine Polizei unterwegs. Mann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich erkläre euch das dann alles, wenn ich zu Hause bin. Bis dann. Kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ich sitze hier alleine auf dem Bahnhof in Dresden und will nach Hause. Und ich muss euch ehrlich sagen, hier oben sind noch 9 Minuten bis 2020. Ich habe so die Schnauze voll. Ey. Normalerweise wäre hier alles voll. Aber keiner traut sich raus. Oh, scheißt ihr euch wirklich alles sowas von ein? Ich verstehe es nicht. Nur weil eine Regierung überall irgendwas bestimmen will, scheißt ihr euch ein. Dresden, keine Ahnung. Okay, also ich werde wahrscheinlich die letzten Minuten im Zug verbringen. Und ja, das hat dann auch damit zu tun, dass ich im Zug das neue Jahr begrüße. Und ja, Leute, das war's. Das war's für 2020. 2021 begrüße ich im Zug. Ich hätte gedacht, ich treffe Leute, aber ich habe niemand getroffen. Das ist echt der Wahnsinn, dass ich wirklich niemand getroffen habe. Und deswegen fahre ich auch nach Hause. Ansonsten hätte ich ja schon. Ansonsten wäre ich mit den Leuten, die ich getroffen hätte, mitgelaufen. Ja. Also kann ja Sachsen gar nicht so schlimm sein. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, was die Nachrichten berichten. Die belügen euch, die lügen euch voll. Das ist alles nicht wahr. Ich war live da und niemand war da. Ja, ich melde mich dann nochmal und würde dann das alles aufklären. Ich werde es alles aufklären. Bis dann. Leider muss ich mich mit diesen Worten von 2020 verabschieden. Fuck you! Das ja war nicht. Ist immer weg. Dieses Jahr war mehr wie scheiße und ich hoffe, dass es neue besser wird und aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns auf jeden Fall auf YouTube und ja, ihr wisst, ich schaue mit den Augen weg. Okay, bis dann. Bis dann. Verdammt, Klaus,